Ja, willkommen zu Werner Vino. Heute wieder Rheinhessen im Angebot. Und da haben wir uns die nackten Tatsachen rausgesucht. Nein, Quatsch. Wir haben uns hier ein Weingut rausgesucht, das eigentlich wirklich gerade so ein bisschen auch so ein Aufsteiger-Weingut aus Rheinhessen ist, nämlich das Weingut Freitag. Das Weingut Freitag ist erst seit 2013, glaube ich, ein Flaschenweinbetrieb, davor auch nur Fassweinbetrieb. Wird inzwischen vom Philipp Freitag geführt, hat natürlich alles ein bisschen auf seine Linie ausgebracht und es wird natürlich auch ein bisschen mit dem Namen Freitag hier gespielt und wir probieren jetzt erstmal hier Casual Friday. Ich habe auch schon die Sandalen, besser gesagt die Adiletten dafür heute angezogen. Es ist ja Casual Friday heute. Wir haben hier Silvana 2019 Landwein. Sehr naturbelassen, glaube ich. Also auch spontan vergoren, könnte ich mir gut vorstellen. Und ich bin einfach gespannt. Das ist ein Weingut, was durchaus viel in vielerlei Munde gerade ist. Befindet sich in Saulheim. Ungefähr 10 Hektar Weinreben werden dort bewirtschaftet. Es gibt natürlich Riesling, ist ja klar in Rheinhessen, Silvaner auch klar in Rheinhessen, aber natürlich auch Spätburgunder, ein Petnat gibt es glaube ich auch, den haben wir heute aber nicht. Und natürlich noch die nackten Tatsachen, die kommen aber nachher erst. Silvaner, Ralf macht gleich noch Riesling. Silvaner, wir lieben ja hier Silvaner, auch hier in Franken, aber man darf nicht vergessen, in Rheinhessen gibt es da auch verdammt tolle Vertreter von dieser Rebsorte. Ui. Es ist einfach ein anderer Silvaner-Typ. Also ich finde, wenn man so viel Franken probiert hat, merkt man sofort, okay, das ist ein Silvaner, aber der kommt von woanders. Und das ist Rheinhessen. Und das merkt man hier. Und das ist eigentlich gut so. Weil man will ja auch beim Silvaner so ein bisschen, dass der das Terroir ein bisschen transportiert. Sehr frisch. Natürlich auch gelbfruchtig, aber nicht nur. Ich finde auch so eine leichte Lakritznote ist dabei, jetzt von der Nase her. Furztrocken. Schöne Säure, keinerlei verspielte Süße oder so, wirklich auf den Punkt gebracht, richtig schön, gefällt mir sehr gut. Hat so was Herbes auch so. Und wirklich so das Lakritz, das kommt auch so ein bisschen, also finde ich schön. Muss man übrigens auch noch sagen, den gibt es so für, glaubst du, 7 Euro oder so ab Weingut. Würde ich jetzt einfach mal sagen, schöner Preis-Leistungstipp hier. Und schön casual. Das ist ein Wein, Alltagswein, den kann man auch zu anderen Tagen, den muss man nicht nur am Freitag trinken. Übrigens, ich habe jetzt heute hier am Freitag gedreht, passend dazu. Auch wenn die Sendung erst an einem anderen Tag gesendet wird, aber Dreh war an einem Freitag hier. Oder ist gerade am Freitag. Also gefällt mir sehr gut. Punktemäßig würde ich ihn in die guten 30er einsetzen. Also schon zweite Hälfte der 30er. Nur nochmal probieren, wie viel 30er es denn in Wirklichkeit sind. Also, nee, der ist schön. Schöner, einfach ein schöner Silvaner, schön trocken, jetzt nicht irgendwie, aber schlanker, finde ich jetzt. Er ist sehr schlank, also er ist wirklich sehr auf den Punkt gebracht. Hat eine Würzigkeit, aber nicht überladen, also schön, gefällt mir. Alkohol, 12 Alkohol, könnte mir auch vorstellen, dass das ein Sponti ist. Bin mir sogar ziemlich sicher. Für 7 Euro. Puh. Schön. Toll.
38 Punkte. Gefällt mir gut. Macht Laune. Jetzt ist Riesling-Zeit. Aber den mache nicht ich, sondern der Ralf. Also bis gleich. Ich melde mich dann nochmal. Ja, hallo, servus. Ich darf den Riesling präsentieren, beziehungsweise den Casual Freitag. In Flipflops zum Meeting, in Jogginghose ins Büro. Mit dem Casual Freitag geht's lässig zu. An jedem Tag der Woche lockere die Krawatte, stell die Pumps in die Ecke. Mache ich eigentlich nicht so. Lehne dich zurück und schalte in den Freitagsmodus. Das klingt nicht schlecht. Ja. Ich weiß nicht, gibt es bei euch im Betrieb auch Casual Friday? Prinzipiell eigentlich ganz okay. Nur Flipflops ist nicht meins. Aber hier geht es ja um Riesling. Aber nette Idee eigentlich. So, jetzt schauen wir mal. Also ganz anders als erwartet. Ich habe jetzt mehr so einen quietschigen Riesling erwartet. Das ist aber schon was anderes, ja. Ich nehme an, Sponti. Ja, die Nase ist sehr, sehr mineralisch gleich. Da kommt jetzt nicht so viel an Frucht. Schön, schöner Riesling. Also der sehr positive Eindruck setzt sich eigentlich fort. Schöne Säure, schön trocken. Wir sind im Weinbaugebiet Rheinhessen, ist aber als deutscher Landwein eingeteilt oder bewertet. Ich glaube, der ist unter 10 Euro, die Flasche. Hat Fließgeschwindigkeit, wird überhaupt nicht langweilig oder so, macht Lust aufs zweite Glas. Nee, also ich finde, es ist eine ganze Menge Riesling für den Preis. Und ich sehe ihn schon bei 39. Schöner Riesling. Also super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, sehr schön. Gebe zurück zum Burkhardt. Jetzt kommt eine Fruchtnote. Die ist aber schon exotisch. Ja. Also schöner. Gefällt mir. Burkhardt, was hast du noch von dem Weingut?
Und dann war ich daheim bis zum nächsten Mal. Trinkt's mehr Riesling. Ja, servus, da bin ich wieder. So, wir sind jetzt bei den nackten Tatsachen beim Naked Friday. Wir haben hier absolut minimalistischen Eingriff in die Weinbereitung. Also Spontangärung ist hier wichtig, ungefiltert, nur im Stahltank vergoren, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und hier einfach straight. Und wir haben hier den Naked Friday. Finde ich irgendwie echt geil, das Etikett. Das finde ich richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Und ja, der Philipp Freitag, der posiert auch so ein bisschen immer auf Instagram damit. Ja, also könnte auch durchaus sein, dass ihr mal da eine schöne Rückenansicht von ihm sehen könnt. Wir haben hier Naked Friday Red. Das ist Dornfelder. Also Dornfelder wächst ja in Rheinhessen durchaus sehr verbreitet, aber ich muss ehrlich sagen, meine Liebe zum Dornfelder habe ich noch nie so richtig entdeckt. Aber ich habe ein oder zwei gute Dornfelder schon mal probiert und die kamen seltsamerweise auch aus Rheinhessen. Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Und ich bin es echt gespannt. Das ist sehr kirschig. So Sauerkirsche, Weichselkirsche so ein bisschen. Was röstig ist so ein bisschen. Zwetschge ein kleines bisschen. Aber nur eher kirschig. Auch minimaler Einsatz von auf dem Weinberg. Also ich glaube, das ist sogar biologisch. Gefällt mir sehr schön. Also wir sind hier in der Naked Friday, Thank God It's Friday Linie. Auch noch ein Trocken. Schön knackige Säure. Holz war mal im Spiel, aber schön eingebunden. Also ich glaube kein Barrique, sondern großes Holz. Ich finde ihn schön. Ich finde ihn echt schön. Gibt es, glaube ich, auch ab Weingut so für 10 oder 12 Euro so in der Richtung. Ist echt schön. Ist so ein eher leichter Rotwein, der aber schon auch nicht zu dünn ist, sondern der hat eine schöne Säure, der hat eine schöne Frische, aber hat schon auch durchaus Extrakt dabei. Hat auch so, ja, ist auch wirklich putztrocken. Also auch der Silvaner davor, der war sehr trocken. Der hier auch, gefällt mir auch sehr gut. Muss ich jetzt nochmal probieren. Also das ist jetzt Dornfelder Nummer 3, glaube ich, der mir aus Rheinhessen schmeckt. Hat eine schöne Würzigkeit. Ist jetzt für mich schöner Steakwein, schöner Wildwein, schöner, also Wildschweinwein, da könnte ich mir gut vorstellen. Also jetzt nicht Schmorgerichte, sondern kurz gebratenes, könnte ich mir gut vorstellen. Absolut. Also je länger der im Glas ist, je mehr Luft der bekommt, umso interessanter wird er. Also der macht Spaß, der macht wirklich Spaß. Der ist gut, der ist echt gut. Also ich glaube, liebe Leute, da ist schon eine 4 davor. Also wir sind hier bei den 40 Punkten. Das ist ein ganz toller Dornfelder. Wie gesagt, alltagstauglich, also könnte auch zu italienischer Küche gut einsetzen. Ähm,
Gefällt mir. Sehr schön. 40 Punkte. Drei sehr schöne Weine, die wir heute hier präsentieren durften. Also hat Spaß gemacht, macht Lust auf mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann mal von dem Weingut auch mal den einen oder anderen weiteren Wein hier zeigen werden. Mal schauen, müssen wir mal gucken. Ansonsten kann ich nur sagen, also lieber Philipp, wenn du solche Weine machst, mach weiter so, macht Spaß. Und ja, vielleicht klappt es ja auch mal, dass wir auch mal zum Weingut vorbeikommen können, dass wir da mal was machen können. Aber im Moment finde ich das eigentlich sehr schön, was wir hier im Glas haben. Also hat Laune gemacht. Von dem her, macht's gut. Bis zur nächsten Folge, Werner Vino. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Servus.